Hey Mann, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Der Florian hat mich gefragt, wie man es denn hinbekommt, die wirklich hübschen Frauen an seiner Seite zu haben. Das ist eine super Frage. Dazu will ich dir heute etwas erzählen. Es geht darum, die Frauen besser verstehen zu lernen und zu verstehen, wie hübsche Frauen denken und wie du sie in dein Leben bekommen kannst. So, fangen wir an. Also hübsche Frauen und wie sie denken. Die meisten Männer bekommen keine hübschen Frauen, weil sie die hübschen Frauen auf ein Podest stellen. Du kennst es vielleicht selbst, du siehst eine gut aussehende, eine hübsche Frau und du denkst dir, okay, die ist vollkommen außerhalb meiner Liga, die kann ich überhaupt nicht bekommen, die steht bestimmt auf reiche Männer, die steht nur auf super gut aussehende Männer, die steht nur auf Männer, die mega erfolgreich sind im Job, und die meisten Männer stellen hübsche Frauen eben auf so ein Podest und machen sie damit für sich selbst unerreichbar. Und eine Sache, die ganz wichtig ist und die du verstehen musst, ist, die meisten hübschen Frauen fühlen sich auch auf gewisse Art und Weise unsicher gegenüber anderen, gegenüber Männern und gegenüber anderen Frauen. Das ist die Ausnahme. Es gibt hübsche Frauen, die haben Selbstbewusstsein. Da ist es nicht das Problem. Aber es gibt auch genug hübsche Frauen, die haben eben nicht so viel Selbstbewusstsein. Und andere Frauen begegnen ihnen meistens mit Neid, mit Hass. Oh, die sieht gut aus. Die hat bestimmt jetzt einfacher im Leben, weil sie so gut aussieht. Die bekommt alles nur wegen ihrem Aussehen. Alles, was sie sich erarbeitet hat, hat sie sich erarbeitet, weil sie sich hochgeschlafen hat. Sie flirtet mit allen Männern und bekommt dadurch Geldgeschenke oder was auch immer. Und Männer denken eben, oh, sie ist so dieses super perfekte Wesen und sie ist einfach mega hübsch und ein krasses Statussymbol für mich, wenn ich sie bekomme. Und so sehen Männer, genau wie Frauen, hübsche Frauen oft nicht als Person, nicht als die Person, die sie sind, sondern einfach nur als irgendwelche Objekte. Du kennst es vielleicht selbst, dass du eine hübsche Frau anguckst und du denkst so, okay, die sieht einfach gut aus, ja, die sieht gut aus, sie ist heiß, ne, die gefällt mir. Ohne auch nur einen Rückschluss drauf zu ziehen, was vielleicht als Person dahinter stecken könnte. Und das ist ein riesiges Problem, denn hübsch zu sein als Frau ist eben nicht nur von Vorteil, sondern hat auch viele Nachteile. Und wenn du mal überlegst, hübsche Frauen sprechen meistens keine Männer an, aber woran liegt das? Versetz dich mal in die Lage einer hübschen Frau. Andere Frauen sind oft neidisch auf dich und begegnen dir mit Hass unter Umständen. Und Männer sehen dich so als diese Trophäe oder dieses Unerreichbare. Oh, dieses, wenn ich es meinen Freunden vorzeigen kann, dass ich mit der geschlafen habe, dann bin ich der King. Und stell dir mal vor, so wirst du von vielen Leuten wahrgenommen. Wie wäre denn dann deine Reaktion? Würdest du dann auf andere Leute zugehen und sie ansprechen? Würdest du auf einen Mann zugehen, der dir gefällt, und ihn ansprechen, wenn du jeden Moment Angst davor haben müsstest, dass du wieder nur eine Trophäe bist und nur wegen deines Aussehens gemocht wirst? Und meine Ex-Freundin hat eine Freundin, bei der war das so, das war eine sehr hübsche Frau, ja, also unter, sag ich mal, den Standards, die man so kennt, war es einfach eine hübsche Frau, und die hat genau dieses Problem gehabt. Sie wurde immer nur als Trophäe gesehen von den Männern und wurde nie für ihre Persönlichkeit gemocht oder geliebt. Und das ist ein Riesenproblem bei Frauen, die gut aussehen. Wie gesagt, es gibt auch Frauen, die sehen gut aus, die sind sehr selbstbewusst und die gehen dann auch auf den Mann zu, der ihnen gefällt, aber es gibt genug Frauen da draußen, die sind nicht so selbstbewusst und die lernen einfach keinen Mann kennen, weil kein Mann auf sie zukommt, weil wir die Männer sie auf irgendein Podest stellen, was vollkommen unnötig ist. Und du kennst es vielleicht selbst. Du siehst eine Frau, die gut aussieht, und da ist ein, ich sag mal, mittelmäßig aussehender Mann dabei. Und was denkst du sofort? Du denkst dir, oh, sie ist ja nur mit ihm zusammen, weil er Geld hat, weil er erfolgreich ist, weil er, weiß nicht, sehr muskulös ist. Und das ist halt vollkommener Quatsch. Wir müssen aufhören, die hübschen Frauen als Objekte zu sehen, als Statussymbole, als diese engelhaften, gottgleichen Wesen, denn hübsche Frauen sind auch nur das, was wir sind, einfach normale Menschen. Es sind auch normale Frauen. Und ich kenne das selbst. Ich höre ganz oft so, hey Tim, du siehst doch echt gut aus, warum hast du denn Probleme mit Frauen? Und ja, ich sehe ganz gut aus, aber im Großteil meines Lebens war ich nicht besonders selbstbewusst. Und es gibt auch heute noch Momente, wo ich nicht so selbstbewusst bin, aber ich denke, das kennt jeder. Und ich kann dir sagen, das Aussehen hilft dir nicht weiter. Es gibt genug hübsche Frauen da draußen, die gut aussehen, die aber nicht so viel Selbstbewusstsein haben und die deswegen leider einfach nicht so viele Männer kennenlernen oder auch sehr einsame Frauen sind. Das gibt es, und das gibt es oft. Und das Einzige, was du tun musst, um wirklich hübsche Frauen kennenzulernen, ist mal selbst zu überprüfen bei dir, wie ist es denn bei mir? Sehe ich hübsche Frauen vielleicht als diese auf dem Podest stehenden Göttinnen, diese Engel, diese
unvergleichbaren Schönheiten. Und wenn das der Fall ist, dann werd dir darüber bewusst, dass es eben auch nur Menschen sind, dass es ganz normale Frauen sind, und sehe sie auch als diese, als Persönlichkeiten, als Personen, nicht als diese Trophäen oder diese Statussymbole. Weil du kannst dir das selbst vorstellen, angenommen, eine Frau würde dich mögen nur wegen deines Geldes, wie würdest du dich fühlen? Ja? Oder angenommen, du würdest immer wieder erleben, dass Frauen dich nur mögen wegen deines Geldes. Was wäre dann dein Eindruck von Frauen? Würdest du noch auf Frauen zugehen? Nee, du würdest dir denken, ja, die scheiß Frauen, die sind immer nur auf mein Geld aus, fuck it, ich lasse das Ganze jetzt. Und genauso denken sich das auch manche hübsche Frauen, die ein bisschen unsicherer sind, die denken sich genau das Gleiche. So, hey, die Männer sehen mich immer nur als Statussymbol, immer nur rumzeigen, immer nur Trophäe, und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und deswegen gehe ich auch auf keine Männer zu. Und deswegen bin ich auch vielleicht misstrauisch bei Männern so ein bisschen. Das ist vielleicht das, was du erlebst. Wenn die hübsche Frau, der du begegnest, ein bisschen misstrauisch ist oder nicht gleich super offen ist, dann kann es einfach daran liegen, dass sie erstmal feststellen möchte, ob du ein Typ bist, der sie nur als Statussymbol, nur als Trophäe sucht. Ja, deswegen geh einfach ganz normal auf diese Frauen zu. Es sind auch nur Menschen, es sind auch nur Frauen. Es fehlt nur ein einziger Schritt zwischen dir und der hübschen Frau in deinem Leben, die du dir wünschst, nämlich dass du ganz normal auf sie zugehst, so wie du auch auf jede andere Person zugehst. Und eine große Sache, die Männer falsch machen, ich kenne das, dass Männer die Frauen so einsortieren, so hey, das ist eine 10, oh, das ist eine 5, so, das ist eine 3. Und das ist eben ganz, ganz tödlich, weil in dem Moment, wo du die Frauen als 10 siehst, oh, das ist eine 10, die ist optisch eine 10, da beginnt das ganze Spiel nämlich schon wieder. Da hast du sie dann schon wieder auf ein Podest gehoben, oh, sie ist eine 10, sie ist unvergleichbar, ich muss mich ganz besonders anstrengen, um sie zu bekommen, ich muss sie ganz besonders beeindrucken, und du kommst halt wieder nicht als Mensch einfach auf diese Person zu, sondern willst wieder sie als Trophäe haben und willst sie beeindrucken mit deiner Männlichkeit oder deinem ganzen Geld oder was auch immer. Und deswegen, wenn du hübsche Frauen in deinem Leben haben möchtest, versetz dich mal in deren Lage. Es ist nicht so leicht, eine hübsche Frau zu sein, wie du dir das vielleicht jetzt denkst. Geh auf die hübschen Frauen ganz normal zu und zeig ihnen einfach, hey, ich bin keine Person, die dich als Trophäe will. Ich bin einfach eine Person, die dich als Person kennenlernen will. Das war's für dieses Video. Lad dir noch dein 5 einfache Schritte bis zu 10 Dates die Woche E-Book da oben gratis runter. Da kommst du auch in mein Online-Coaching. Im Online-Coaching kriegst du Informationen, die du nur im Online-Coaching bekommst, nicht auf Facebook, nicht hier auf YouTube. Meine besten Informationen bekommst du im Online-Coaching. Und zusätzlich bekommst du von mir noch einige Gratis-Reports, in denen du Dinge lernst, wie du Frauen in wenigen Minuten verführst, wie du Frauen in wenigen Minuten verliebt machst oder wie du mit Frauen, die du schon länger triffst, in eine Beziehung kommen kannst, jetzt ganz unabhängig davon, ob du sie schon kennst oder ob du sie gerade erst kennengelernt hast. Das alles bekommst du da oben. Klick einfach auf den Link, lad dir das gratis E-Book runter und dann wirst du auch Teil meines Online-Coachings. Ich freue mich drauf, dich wiederzusehen am Sonntag. Am Sonntag habe ich eine geile Story für dich, die mir letztens zusammen mit einem Kumpel passiert ist. Die will ich dir nicht vorenthalten. Das war der Oberhammer. Sei gespannt, du wirst einiges daraus lernen können und auch sehen können, was alles möglich ist, sobald man erfolgreich mit Frauen wird. Ich freue mich drauf, wenn du Sonntag wieder dabei bist. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.